Hallo und herzlich willkommen noch einmal zu Enigmatis, The Ghost of Marble Creek. Ich habe euch versprochen, es gibt das Bonuskapitel und genau das spielen wir jetzt auch. Schauen wir mal rein in die Extras. Die Geister der Vergangenheit, Bonuskapitel. Und genau da kämpfen wir uns jetzt durch. Three days in this eerie town, countless interviews, and I haven't elicited one word about Emily from the preacher's mindless flock. What's your story, preacher man? Why can't I get a reading on you? Emily, we were supposed to meet here on our date, and now you're lost, and I'm helplessly searching for you. There's something off, something I'm missing, but what? Okay, also wie wir schon vermutet haben, ist die liebe Emily die Freundin vom Detective Hamilton. Und wahrscheinlich sollen wir jetzt genau das suchen, warum sie verschwunden ist. Den Ton hier kennen wir. Beim Wagen, muss ich sagen, hat der Mann einen guten Geschmack. Der Baum ist noch wesentlich kleiner als der, gegen den wir gefahren sind. Ja, mein Plan. Das fängt ja schon gut an. Schon wieder ein Plattfuß. Hoffentlich kann ich an der Tankstelle eine Pumpe kaufen. Oder Wimmel. Wo können wir denn überall hin? Zur Brücke können wir? Okay, also wir können auch zur Brücke, das heißt Richtung Tankstelle. Das sieht hier noch so richtig schön aus. So friedlich und gemütlich. Und der fliegt garantiert wieder weg. Ja, toll. Marble Creek, dieser Ort wird mich noch Jahre verfolgen. Ach ja, leider. Ach, jetzt haben wir auch den Detective-Hut. Da ist der Priester. Den Mann kennt man nicht. Wir sprechen erst bei den Handwerker. I'm busy, can't you see? Yes, yes, a tire pump. $17 will be fine. $17 klingt annehmbar. So, you are leaving, Master Detective. Das klingt so, als wenn er es gar nicht erwarten könnte, dass wir gehen. Verschlossen. Der Tankwart muss den Schlüssel haben. Naja, der wird ihn jetzt einfach nicht so rausrücken. I'm busy, can't you see? Yes, yes, a tire pump. $17 will be fine. Ich hab doch keine $17. So, you are leaving, Master Detective. Naja, ich gehe. Ja, schon. Wir brauchen irgendwas im Auto. Ein Portemonnaie. Ein Portemonnaie. Anleitung. Verschiebe Gegenstände, um Banknoten und Münzen zu finden. Etwas Geld könnte in Fächern versteckt sein. Na dann wollen wir doch mal hier so ein bisschen rumsuchen. Ja, das habe ich ja gesehen. Da ist ein Geldschein. $5. Da ist noch einer. Und wir sollen noch nach Münzen Ausschau halten. 3 Stück, wenn ich das hier richtig sehe. Fächer versteckt sein. Ah, hier. Hier ist noch ein Schein. Das ist eine Tasche. Da könnte da was drin sein, ne? Nee. Da ist noch eine Münze. Es fehlt noch eine. Eine Münze fehlt noch. Mal alles mal so ein bisschen anheben. Ach, wo haben wir die denn wieder? Welche Ritze ist denn die hier wieder gerutscht? Ach, in diesem Auto herrscht ein Wust. Ich müsste da mal wieder aufräumen. Schlimm. Also, nee. Da ist ein Draht, hier ist eine. Also ich kann auch mal in die Wäsche. Wie sieht denn das hier aus?
wirklich? Da fehlt doch noch eine Münze. Ist sie jetzt? Sie hier in die Ritze rutscht? Ach, bestimmt geht sie unterm Schal. Auch nicht. Ach. Habe ich jetzt 17 Dollar? Ich glaube ja. I'm busy, can't you see? Nein. Yes, yes, a tire pump. $17 will be fine. Also es fehlt doch noch ein Dollar. Hm. Aber wo haben wir den denn versteckt? 1, 2, 3. Wir haben 3 Scheine. 4 Scheine sollen es anscheinend sein und 3 Münzen. Hm. Okay. Ich finde es ein bisschen doof, warum kann man das nicht? Da. Es fehlt anscheinend immer noch ein Scheinchen. Eine Fischdose, was? Also sowas lässt man wirklich nicht im Auto liegen. Das riecht doch. Haben wir sogar. Sehr schön, da können wir ja ein Trinkgeld geben. I'm busy, can't you see? Yes, yes. I'm busy. Take the key and get the pump yourself. Wir haben wieder eine Dollarmünze. Ich vermute mal, wir dürfen wieder in die Ferne gucken. So, dann gehen wir mal rein und holen uns erstmal eine Pumpe. Rein in die Tankstelle. Was gibt's denn hier Schönes? Ein Wimmelbild, ein Automat und Werkzeuge. Da ist die Pumpe. Was liegt da? Das Stromkabel fehlt. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Wir wollen eigentlich gar nichts von hier, oder? Also hier gibt's einen Dollar. Wir brauchen bestimmt nachher irgendwas, um irgendjemandem einen Gefallen zu tun. Okay. Bimmel! Ach je. Der war gerade am Einsortieren der Regale, würde ich mal sagen. So, was brauchen wir denn alles Schönes? Buchstaben T brauchen wir und ein Nummernschild. Das Nummernschild war da. Schachbock habe ich schon gesehen. Hier ist ein Kreuzworträtsel. Dann nehmen wir das da. Ein Wagenheber. Ironisch, wir brauchen jetzt noch ein Auto. Ein Wischer und ein Köder, wahrscheinlich zum Angeln. Ein Brecheisen, Dartpfeile, Basketball, Donut, Feuerlöscher. Wo haben wir den? Hab ich den schon gesehen? Nee. Da ist ein Basketball. Feuerlöscher, Druckmesser. Ein Luftdruckmesser. Da ist das T. Dartpfeil, Wischer. Dartpfeil. Wischer, Wischer, Wischer. Bestimmt Scheibenwischer. Da. Und jetzt letztes noch ein Feuerlöscher. Hammer. Alles gefunden. Ein Brecher. Jetzt brauchen wir ein Brecher. Also. Noch irgendwas? Nein. Okay, hier gibt es nichts mehr zu tun. Wir haben ein Brecheisen, die Autobot, eine Dollarmünze. I'm busy. Ja, ich gehe schon. Lassen Sie sich nicht aufhalten. So, dann wollen wir doch mal. Das sieht gut aus. Ziel erreicht, das Auto. Kann ich jetzt mit meinem Auto wieder fahren? Ah, schön. Eine kleine Lesestunde. Ermittlung. Es sollte ein Wochenendausflug werden. Meine Verlobte Emily kam einen Tag zu früh und verschwand bei einem Spaziergang.
Was für eine Ironie des Schicksals, die eigene Verlobte als Fahndungsobjekt. Hat sie mir Hinweise hinterlassen? Der kleinste Hinweis nur. Vor 4 Tagen kam ich in dieser Geisterstadt an und habe keinen Schimmer, wie ich nun fortfahren soll. Die Leute sind sehr entgegenkommend. Entschuldigung. Ihnen scheint jegliches Engagement und die einfachste Emotion zu fehlen. Sieht man am Tankstellenwart, der ist wahnsinnig freundlich. Dann ist da dieser Prediger, dem Sie huldigen. Ihr Anführer, Ihr Guru. Er ist intelligent, doch irgendwas stimmt mit ihm nicht. Wenn ich nur wüsste, was zu allem Unglück, habe ich mir irgendwie einen Platten geholt. Bis ich ihn repariere, stecke ich hier fest. Der Prediger. Die Einwohner halten große Stücke auf den Prediger, doch mir bereitet er Unbehagen. Und wir wissen auch warum. Schade, keine Karte, aber vielleicht kriegen wir noch eine. Ich befürchte, dass es hier mehr wie 10 Minuten wären. Aber trotzdem? Ich weiß nicht, wo ich hinfahren soll. Was? Kirche? Was war eben mit der Kirche? Vom Turm gibt das sonst nichts zu sehen. Ich bin seit Tagen auf dem Ausflug. In der Kirche war ich schon 10 Mal. Ich habe bereits alle hier befragt und ihre Häuser besucht. So, you are leaving, Master Detective. Ja, theoretisch. I'm busy. Kann ich den? Aber mit dem... Wir haben ein Brecheisen. Ich kann doch jetzt hier in der Tankstelle nicht im Brecheisen vorwerken. Hätte mich aber irgendwo schwer gewundert. Hier gibt's keinen Tipp. Oh. Das könnte eins sein, aber ich glaube, das ist eher so ein Schleifenschloss. Eine Karte wäre jetzt ganz toll. So, you are leaving, Master Detective. Ja, wenn ich einen Dollar gebe, ist mich nur okay. I'm busy. Erzählt uns auch nichts Neues. Nee, das ist müde, da wollte ich nicht hinfahren. Ein kleiner Hinweis. Was für ein kleiner Hinweis. Hu 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 hu!
Was für ein Hinweis meinte sie? Hier ist das Ortsschild. Warum lässt er mich nirgendwo anders hingehen? Ich meine, irgendwo muss ich ja jetzt hin. Ich kann nur zur Brücke, aber das kann es ja nicht sein. Warum kann ich da jetzt nicht hin? Wir schauen mal. Ja, na, das nützt mir doch aber nichts. Da war ich doch schon. Was ist das denn? Ich muss jemanden fragen, wie ich dorthin komme. Die Information kostet mich bestimmt was. Das ist E und das ist A. Das habe ich gar nicht gesehen. I'm busy. You want to talk? Talk to the preacher. How can I help you, detective? I'm looking for an abandoned cottage near Maple Creek. I know the place. Why don't I draw you a map? But first, can you get me a cup of coffee with milk and sugar from the vending machine, please? Kaffee mit Milch und Zucker. Das schreiben wir uns auf. Moment. Zettel haben wir hier noch. Im letzten Mal. Kaffee. Blond. Und süß. Okay. Ja. Okay, dann kriegen wir jetzt wahrscheinlich das Stromkabel aus dem Wimmelbild. Hoffe ich. Gut, zerknülltes Papier habe ich gefunden. Da ist das Stromkabel. Das bräuchten wir auf jeden Fall. Handfeger. Eine Puderdose. Taschenlampe, Taschenrechner. Taschenrechner. Was ist die Taschenlampe? Football-Pflaster. Sehe ich gerade nicht. Bestimmt gleich. Moment. Kabel? Normales Kabel auch noch? Das sind Bonbons. Pflaster. Eine Ente? Ente. Da ist das Entchen. Stifte. Wo sind sie? Was ist Lutscher? Kaffee? Danusa? Lufterfrischer? Pflaster? Stifte und Kabel. Das sind keine Stifte, das sind so eine Getränkedinger zum Aufpieksen, glaube ich. Kabel und Stifte. Stifte? Ach, das sind die Stifte. Okay, sah eben aus wie Essstäbchen. Kabel. Das da. Sehr schön. Dann machen wir das gleich hier dran. Ich brauche... Jetzt habe ich hier auch so einen großen kleinen Kaffeehammel. Moment. Ich muss ihn noch mal fragen. I'm working on the map for you. How's that cup of coffee with milk and sugar coming along? No. I'm working on the map for you. How's that cup of coffee? Wollt ihr jetzt eine große oder eine kleine? Der Priester möchte einen Kaffee mit Milch und Zucker. Das ist eine kleine Tasse. Das ist keine Milch. Da ist Milch. Also das ist eigentlich...
Das ist richtig. Was ist das? Oh, das ist ein Eis. Ist das Karamell? Okay. Wähle mit Hilfe der Knöpfe die richtigen Zutaten. Die Reihen sind verbunden. Eine zu verschieben, verschiebt auch die anliegenden Reihen. Also eine kleine Kaffee. Einen kleinen Kaffee haben wir mit Milch. Ich bin mir. Also, das würde ich sagen: Das ist Honig, das sind Eiswürfel. Das könnte Zucker, das könnte aber auch Karamell sein. Ich persönlich würde sagen, das ist es, aber anscheinend ist es eher das da. Fröhliches Ratspiel. Hier muss, glaube ich, gar nichts. Da muss ein X auf jeden Fall hin. Kaffee mit Milch und... Ah, das ist Kakao, glaube ich. Ja, fast. Fast. Das muss es wahrscheinlich sein. Zurück. Das ist gar nicht so einfach, ne? Das ist der Zucker. Da oben ist die Milch. Wenn ich jetzt noch eins... Ah, jetzt wandert der mal ausgerechnet die andere Milch. Das wäre Milch. Das wäre Tee mit Milch, Zucker und Zitronen. Das wäre Limonade, Erdbeere. Irgendwas mache ich verkehrt. Ich komme entweder an Kaffee mit Eiswürfel oder Kaffee mit Sirup. Bis ich das habe, was ich haben will. Einen Kaffee mit Zucker und Milch ohne Erdbeeren. Das kann doch nicht sein. Jetzt ist es mit Sahne. Ah! Menno! Nimm doch das da. Sieht aus wie Karamell, ist auch Zucker. Ich hoffe, wir können das jetzt unten so lassen. Wenn ich das jetzt verschiebe, verschiebt sich der Zucker wieder und dann kriege ich wieder einen Anfall. Oh je. Ich denke, ich werde das wahrscheinlich leider Gottes schneiden müssen. Das kann sich nämlich jetzt hier nur noch Stunden handeln. Ich kriege mal den falschen Kaffee raus. Das kann dauern. Das wäre jetzt ideal, aber wir brauchen statt Zitrone Milch. Wir brauchen noch Milch. Ah, das sehen wir hier unten. Das letzte mit verschiebt macht mich ganz kirre. Verschiebt er in den Kaffee wieder. Da wird es ja weich. Was
Das Kaffeerätsel macht mich irre. Ach, nee. Das muss doch irgendwie zu machen sein. Wie geht denn das jetzt? Ich habe schon gedacht, wir hängen jetzt da die nächsten 20 Minuten noch dran, aber ich werde es schneiden müssen. Das waren jetzt über 10 Minuten nur Kaffeeautomat. Das tue ich euch nicht an. I'm working on the map for you. How's that cup of coffee with milk and sugar coming? Thanks for the coffee, Detective. And here's your map. Beware, though. The cottage is more dangerous than quaint these days. Darauf würde ich ja nie kommen, dass die Söte mal rot aussieht. Ja, geil.